around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. Oh, herzlich willkommen, liebe Leute. Heute zum dritten Motorvlog auf unserem Kanal. Ja, was soll ich sagen? Das Wetter hatte in der letzten Zeit seine Tage anscheinend. Auf jeden Fall hat es immer wieder angefangen zu regnen. Gutes Beispiel, ich war am Freitag mit einem Kumpel Motorradfahren. Und wir fahren. So ein Wetter wie jetzt, wunderschön, so sonnig. Was passiert? Ja, es hat auf einmal angefangen strömend zu regnen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber Spiegel sind heftig verklebt von dem Kackregen. Auf jeden Fall darf ich dann wieder mein Bike waschen. Ich freue mich. Und ja, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Ich habe hier so einen schönen Riss im Spiegel. Was soll ich sagen? Ich hatte wieder mega Glück und habe einen Unfall gehabt mit dem Motorrad. Mein erster richtiger Unfall. Ich bin voll vorher schon mal drauf gefahren. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das jetzt ein richtiger Unfall ist. Beim Golf bin ich halt hingefallen, weil ich noch einigermaßen ausweichen konnte. Habe ich nur das rechte wirklich erwischt. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war das so. Gab es so eine Ausfahrt mit Kurven. Mit Kurven und ja. Da bin ich Ausfahrt. Kam dann noch so eine Straße, also die Ausfahrt ging hoch und da kam noch so eine Straße zu, da musste man stoppen, um dann die Ausfahrt mitzufahren. Und ich komme an die Straße, stoppe, sehe den Skoda von rechts, er fährt, blinkt meiner Meinung nach nicht. Ich fahre einfach ganz entspannt weiter. Er blinkt aber meines Erachtens nicht. Und ich gucke nach rechts, gucke ihn halt an, er war 70 durfte man da, er war halt auch mit 70 unterwegs. Ich gucke nach links, denke frei, dann kann ich ja losfahren, weil man kann in seinem Kopf, kann man ja einigermaßen die Zeit von was sowas halt dauert, bis jemand so eine Ausfahrt hochfährt, kann man ja im Kopf abschätzen. Auf jeden Fall im Kopf, ich weiß, das ist auch meine Schuld gewesen, im Kopf abgeschätzt. Dann bin ich die Ausfahrt rausgefahren, habe gesehen, er ist doch nach links abgebogen und hat voll in die Eisen gegangen. Und ja, ich bin dann nach links umgefallen mit meinem Motorrad. Deswegen habe ich auch links den Spiegel zercrackt. Und ja, allem in allem, ich habe ihn nicht getroffen. Darüber bin ich sehr froh. Versicherung muss jetzt nicht noch teurer werden. Auf jeden Fall, ja, Motorrad hatte Kratzer, aber sonst auch nichts. Mein Schalthebel war ein bisschen verbogen, aber das hat sich jetzt auch schon gegeben. Auf jeden Fall funktioniert alles und ich habe danach gleich wieder eine 400 Kilometer Tour gemacht mit meinem Vater und ja, war auch extrem nice. Auf jeden Fall hatte ich davor noch einen Versuch, einen Motorvlog zu machen, als ich von Marvin nach Hause gefahren bin, das war direkt nach dem Kartfahren. Was ist passiert? Mein Handy ist kaputt gegangen. Also das ist das Beste, was dir wirklich passieren kann. Du hast ein Thumbnail, du hast Audiospur, du hast Videospur. Du hast sogar eine gute Musik rausgesucht, natürlich nur Copyright, um drunter zu legen. Was passiert? Alles weg, weil dein Handy kaputt ist. Das habe ich gemacht, neues gekriegt, gut, perfekt. Aber jetzt muss ich alles nochmal aufnehmen. Also sage ich theoretisch das, was ich vor ungefähr, keine Ahnung, einer Woche gesagt habe. Ja, eine Woche, es war Dienstag, Abend. Nur jetzt. Ach, das schaffe ich easy. Auf jeden Fall hatte ich dann nach dem Unfall eine Verletzung und zwar war mein kleiner Finger, ich weiß nicht, was mit dem war, aber ich konnte ihn auf jeden Fall nicht mehr wirklich bewegen. Ich musste die Kupplung mit meinem Daumen und Zeigefinger, so wie ich es gerade mache, so ziehen. Also das war schon eklig. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wie mein linker Knöchel eingedrückt wurde von dem Motorrad, weil es hinten mit dem kompletten Gewicht drauf lag. Ist auch nicht so schön. Und ich habe jetzt immer noch leichte Schmerzen davon. Natürlich, ich bin gut, schlau, ich gehe nicht zum Arzt, ne? Werde ich auf jeden Fall nachholen. Naja, aber das war genau der Tag, als mein Motorrad kaputt gegangen ist. War genau der Tag, nachdem ich meinen Motorvlog gedreht habe. Ich bin hingefahren, meinen ersten. Ich bin hingefahren, bin die gleiche Strecke zurückgefahren, hatte dann direkt einen Unfall. Also da habe ich mir auch gedacht. Danke dafür. Naja.
Ich bin gerade sogar auf dem Weg zum lieben Marvin, um ihm seine Actioncam zurückzugeben, weil, wie ihr es vielleicht gesehen habt, wir einen schicken Cardblock gedreht haben und ich habe die Actioncam für das ganze Videomaterial gebraucht. Das war sehr, sehr aufwendig, das zu schneiden, weil seine Audiospur dann auch irgendwann abgekackt ist. Sie ging noch zum einen Teil, habe ich dann versucht hinzukriegen, aber du hast wirklich nichts mehr gehört. Aber was soll man machen? Euch hat das Video auch so gefallen. Das haben wir auch zur Kenntnis so genommen. Und ja. Auf jeden Fall fände ich es immer wieder nice, wie ihr auf die Videos reagiert. Weil ich meine, gut, es ist natürlich jetzt nicht so eine Reaktion wie auf Videos von bekannten YouTubern. Aber ich meine, bei uns ist immer ein Like da drin oder so oder zwei. Hört sich jetzt bestimmt dumm an, aber für uns ist es einfach eine Freude, weil wir liken unsere Sachen halt wenig selber. Eigentlich gar nicht, also ich. Und ja. Uns freut das, dass wir sehen, dass euch das gefällt. Auf jeden Fall haben Marvin und ich ja auch Gaming-Kanäle. Wie Marvin euch das beim Kartfahren die Story erzählt hat, wie wir uns kennengelernt haben und mit den ganzen Sachen gestartet sind. Und ich habe hier ziemlich viel Seitenwind gerade. Auf jeden Fall fand ich es lustig, dass er das auch so erzählt hat. Also er hatte auch mit allem hat er recht, das habe ich nicht entgegenzusetzen. Die Gaming-Kanäle könnt ihr bei uns, wenn ihr auf Abos geht, könnt ihr das sehen. Oder Kanäle. Wenn ihr auf Kanäle bei uns seht, könnt ihr geht. Wenn ihr bei uns auf Kanäle geht, könnt ihr das sehen mit unseren beiden Gaming-Kanälen. Da habe ich jetzt mal ein paar Videos hochgeladen und Marvin hat auch ein sehr schönes Video hochgeladen und zwar das Rocket League Highlights Video. Sowas macht einfach Spaß zu schneiden und anzugucken, finde ich. Das ist einfach immer wieder eine Wonne. Ach Jungs, das ist schönes Wetter. Motorradfahren macht wieder Bock, Alter. Aber ich kann es auch verstehen. Marvin hat nämlich gesagt, dass er Respekt davor hat, Motorrad zu fahren. Das kann ich verstehen. Oh, erstmal Nase kratzen. Ja. Also das kann ich sehr verstehen, wenn er so Respekt oder Angst vor Motorradfahren hat. Ich fand es ja auch schon mutig von ihm, dass er sich getraut hat, Motorrad zu fahren. Oh, die Maisfelder. Hui. Ich fand es ja auch schon gut, dass er sich getraut hat, Motorrad zu fahren bei mir. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel PS wie er, aber war trotzdem schon, sind 15 PS, ne? Immerhin, man kann sich damit ordentlich auf die Klappe legen. Auf jeden Fall fand ich es auch nice von ihm, dass er das so gemacht hat. Allem in allem, es war wieder ein schöner Vlog mit euch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ich hoffe, der Motorrad-Vlog hat euch gefallen. Und ja, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal, wenn ihr uns wieder seht, unsere hässlichen Fräsen.